Hey, ich bin Joy, sehr herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen jetzt das kleine Indie-Horror-Game The Leeds Murder. Das ist von den Entwicklern von Do You Copy. Ich weiß nicht, ob ihr Do You Copy noch kennt. Ist bestimmt schon 5 Jahre her oder so, dass wir das gespielt haben. Ich bin auf das Spiel aufmerksam geworden durch Tjölfer. Ja, er hat es nämlich als Do You Copy 2 verkauft in seinem Video. Ob das wirklich was mit der Story von Do You Copy zu tun hat, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall definitiv aus derselben Reihe. So, okay, ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel und gucken rein. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mal sehen, was uns so erwartet. Erstmal ein Anruf. Hello, I need your help. I need you to find my son, Michael. I think he went out to Gracewind Park. Please, you have to find him. Okay. Drücke J, um dein Tagebuch zu überprüfen. Das war gerade ein Anruf. Sie ruft wegen ihrem Sohn Michael an, der in Gracewind Park verschwunden ist und wir müssen ihn finden. Okay, was haben wir denn hier? Remind for heading out. Erinnerungen, wenn du rausgehst. Nicht vergessen. Distraught Mother. Eine weitere Mutter sucht nach ihrem vermissten Kind im Gracewind Park. Sollte man es vielleicht nicht weiter erwähnenswert. Ich könnte diesen Job von meinem Büro aus machen und sagen, ich habe niemals was gefunden. Und auf einen Parkranger warten, um die aufgerissene Jacke oder irgendwas zu finden und sagen, das war's quasi. Aber irgendwas fühlt sich komisch an dabei. Es gibt etwas Falsches, das sich in meinen Knochen ja anfühlt und ich kann es einfach nicht benennen. Ich sollte dran denken, eine Taschenlampe mitzubringen und Batterien reinzupacken und den Ort aufzuschließen. Ich weiß nicht, wie lange ich diesmal weg sein werde. Okay, Taschenlampe, Batterien. Ah, dann ist das dieser Park, in dem Do You Copy auch spielt. Hier ist eine Batterie schon mal. Press G, um deine Taschenlampe zu benutzen, wenn du eine gefunden hast. Also, falls ihr die kurze Zusammenfassung, falls ihr Do You Copy nicht mehr kennt, es geht um den Goatman. Der Goatman frisst quasi Menschen, allerdings kann er Stimmen imitieren und kann dadurch zum Beispiel verirrte Wanderer irgendwie in die Falle locken oder sich als verirrter Wanderer ausgeben. So war das nämlich beim Do You Copy Spiel. Da hat sich auch jemand quasi in diesem Nationalpark als verirrt gemeldet und wir waren Ranger, der in diesem Hochsitz saß und mussten ihm dann quasi zu diesem Hochsitz geleiten oder sonst wohin geleiten. Es gab verschiedene Enden da. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe auch nur ein Ende gespielt, aber ich weiß, es gab mehrere Enden. Und ja, hier ist die Taschenlampe. Take. dieser Goatman, ja, darum ging es auf jeden Fall. Könnt ihr mal reingucken. Ich weiß es schon selber fast nicht mehr. Aber wir gucken uns einfach mal diesen Spaß hier an. So, Taschenlampe, Batterien haben wir. Gibt es noch mehr Batterien? Ich weiß es nicht. Missing. Ein weiterer Wanderer ist im Gracewind Park verschollen. Ja, okay. Lädt sich jetzt nicht alles vor. Zeitungsartikel. Gehen wir mal los. Ich hoffe, ich habe alles. Komme ich da raus? Geh? Geh bringt nichts. Muss ich noch was tun, um hier rauszugehen? Ach, den Schlüssel. Genau, ich muss ja abschließen. Okay, geht immer noch nicht. Vielleicht muss ich noch mehr Batterien finden. 2. Radio kann ich noch anstellen. Welcome back to Gracewind Live here on 93.6 WSPR. We're going live to our next caller. You're live on the air, so tell us, what's your favorite Gracewind memory? Have you ever been out to the park at night? We went years ago. All right, I'm gonna have to stop you right there. I think we're all a little tired of hearing ghost stories about the Gracewind ghost. This is different. I promise. All right, we're gonna give you a chance here, but I'm ready to move on to the next caller if you're trying to pull a fast one. It was a nice time. We were in the lake in the middle of November,
Just a couple of teenagers drinking, smoking, getting up to the kind of trouble you'd expect teenagers to get up to. That's when we saw the lights in the water. It was like 1,000 constellations were bursting to life under the surface. We were awestruck, looking at it for hours. Well, thanks for that, caller. That really was an unexpectedly pleasant turn. I wasn't done. We're going to move on to the next caller now. All right, caller, you're live on the air, so... Paul went towards the water first. He walked into it without flinching. Even as the cold water wrapped up around him, he just kept going until he was gone. What the hell? Laura was next. I saw her walk in, and I could feel it. I was going to be next. It was going to be me. The thought of it was like a rock in my stomach. Is this thing broken? Can we get another caller? I tried to run into the woods. I ran until my legs were on fire and my lungs were ready to burst. No matter how far I ran, I always ended up back at the lake. So I did the only thing. I gave in. I walked to the water. It was cold, but the chill soothed the aches in my legs. It was washing over me. The stone in my stomach just pulled me into the lake. Seriously, what is going on here? And that's when I opened my eyes and looked around. We were sitting around the campfire. Our unopened beers were in the cooler. Everyone was still there. We never talked about it after that night, but I know they had the same experiences that I... Stop it! Okay. Oh, das war eine interessante Geschichte. Is everything okay? I was just gonna tell my Gracewind story. We're cutting the show early. You just started, though. I said... Okay, also es war ein Anrufer einer Radioshow, der von seiner Erfahrung in diesem Gracewind Park erzählen wollte. Und er sagt, er war mit ein paar Kumpels am See, sie haben was getrunken, sie haben was geraucht und auf einmal haben sie irgendwie, ich glaube, ich habe es nicht so ganz verstanden, Lichter im Wasser gesehen, die sie angestarrt haben. Und dann ist der Erste ins Wasser gegangen und ist komplett verschwunden. Dann kam der Zweite und er wusste erst danach dran. Er ist als Nächstes dran, da ins Wasser zu gehen. Aber er wollte das nicht, er hatte Angst. Also ist er dann weggelaufen. Er ist so schnell gerannt, wie er nur konnte, bis seine Lungen gebrannt haben. Und am Ende stand er trotzdem wieder an dem See. Also dachte er, scheiß drauf, er gibt einfach auf und geht ins Wasser. Also ist er ins Wasser gegangen, seine Beine waren eiskalt, hat die Augen geschlossen. Und als er sie wieder öffnete, saß er ganz normal am Lagerfeuer und alle seine Freunde waren da. Und so, als ob nichts passiert wäre. Und er weiß, dass die anderen das auch gesehen oder gespürt haben, aber sie haben nie wieder darüber geredet. Der Radiomoderator hat in der Zeit, ganze Zeit versucht, ihn wegzudrücken und einen anderen Anrufer irgendwie reinzuholen. Es hat nicht geklappt, der ist halt ausgerastet. Cool. Fängt auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich jetzt hier rauskomme. Oder ob ich vielleicht mit dem Inventar den Schlüssel benutzen muss. J um die Steps, okay. I should remember to bring a flashlight. Did I put batteries in it? And lock the place up. Aufschließen. Also ich muss die Batterien benutzen. Da stand noch mit G, oder? Eigentlich mit G. Hä? Batteries. Ah. Okay. Jetzt haben wir sie. Okay. G geht nicht. Egal, wir haben sie eingelegt. Und jetzt? Taschenlampe haben wir gemacht. Okay, aufschließen wahrscheinlich. Ich schätze mal, ich muss jetzt doch wieder hier auf den Schlüssel. Ah, okay. The Leeds Murder. Neuer Tagebucheintrag. Oh, das fängt ja super an. Das sieht ein bisschen ruckelig, aber... Aber wir sind im Wald. Wir sind bis hierhin gefahren. Park Ranger. Okay, sieht wirklich gut aus. Wie sind wir denn da reingekommen? Hier schon mal nicht. Wie auch immer, wir sind hier. Wir sind hier. Ich guck mal, was im neuen Tagebucheintrag steht.
2 days ago. Okay, vor 2 Tagen habe ich einen Anruf von einer Frau bekommen, die mich darum gebeten hat, nach Michael Leeds zu sehen. Ich habe den Namen schon mal früher in dieser Woche gehört. Das ist ein örtlicher Typ in seinen 50er Jahren. Ist gerade frisch aus dem Gefängnis raus. Er wurde beschuldigt, seinen Kumpel auf einem Campingtrip in den 70er Jahren getötet zu haben. Sie waren nur ein paar Tage, raus und jetzt poppt schon wieder ein Flyer in der Stadt herum von ihm. Verschwunden. Als letztes gesehen, dass er in den Gracewind State Park gegangen ist. Ich habe diese 7 Wörter zu oft gesehen, seitdem ich hier rausgezogen bin. Sie bedeuten wahrscheinlich so viel wie, mach dir keine Sorgen, du wirst sie eh nicht finden. Ich habe ihr gesagt, ich würde mein Bestes tun und habe damit gerechnet, dass sie einfach nur wartet, bis sie aufgibt. Das ist so gewöhnlich, dass sie das so machen. Dann kam noch ein Anruf letzte Nacht durch. Der Mann auf der anderen Seite des Telefons war ja außer Atem. Ich bin es! Und Rauschen. Michael, ich habe Rauschen in den Wäldern gefunden. Falsche Nummer, das habe ich mir selber gesagt. Ein anderer Michael. Nicht der Typ, nach dem ich suche, habe ich zu mir selber gesagt. Immer und immer wieder, immer wieder. Ich habe versucht, mich selbst zu beruhigen, während ich mit dem Parkranger geredet habe, der mir über das Auto erzählt hat. Der mir von dem Auto erzählt hat, der durch den Wartungseingang gefahren ist. Und jetzt, hier bin ich also, direkt vor dem gestohlenen Gracewind Park Ranger Auto, das vor einer Hütte geparkt ist, die auf keiner der Parkkarten markiert ist oder eingetragen ist. Eine Hütte. Okay? Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, was zu tun ist. Was ich da so halbbrüchig übersetzt habe, aber ich denke mal, wir wissen, was wir tun müssen. Wir gehen mal weiter. Mal diesen Weg lang. Shift, Sprint. Okay, das mache ich ja. Ich sprinte schon. Ich sprinte um mein Leben. Wie geil ist das denn? Das ist mal eine Hütte. Ein Hütteneingang. Hä? Hä? Was? Ich glaube, das ist so nicht geplant. Ich glaube, das ist ein neuer Levelabschnitt. Und hier ist sie also, die Hütte. Oh, was ist da? Ist das nur Gras oder ist das der Goatman? Das ist nur Gras. Hier steht dieser riesige, alte, tote Baum. Aber ich hab das Scheißhaus gefunden. Ist abgeschlossen. Oh mein Gott, was für eine Qual. Okay, mal sehen. Milch ist schon mal da. Gut, wir werden nicht verhungern. Hallo? Ja, nicht verdursten, weil Milch ist ein Nahrungsmittel. Auch abgeschlossen. Alter, bin ich denn? Es ist aber schnell dunkel geworden, oder? Okay, ich schätze mal, wir müssen einen Schlüssel finden oder einen anderen Eingang. Ich guck mal, ob wir irgendwie... Nee, hinters Haus geht nicht. Oder wir nehmen einfach diesen Schlüssel. Ja, warum nicht? Okay. Was haben wir hier noch? Was? Space? Okay, ich mach mal eben aus. Nicht, dass die Batterie leer ist. Gracewind ist es die Heimat von allen Arten von natürlichen Phänomenen. Zum Beispiel, nimm dir als Beispiel Gracewind Lake vor, also den See. Aufgrund seiner einzigen Form des Grundes, des Sees, reflektiert es viele verschiedene Konstellationen, die du normalerweise nur im Himmel siehst. Wenn du dir es ganz genau hinsiehst, kannst du sogar einige Sterne im See sehen, die nicht mal im Himmel zu sehen sind. Diese optische Illusion
ist eine der vielen besonderen Dinge, die du hier in Gracewind State Park finden kannst. Okay. Ist einfach nochmal genau dasselbe. Wir haben den Schlüssel, ich will jetzt einfach rein. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, hier allzu lange draußen zu bleiben. Okay, sehr gut. Jetzt mussten wir den Schlüssel komischerweise nicht auswählen. Schön, jemand hat schon mal die Kerzen angemacht. Die Tür blinkt irgendwie so. Ich weiß nicht, was das ist. Ach so, weil wir draufklicken können wahrscheinlich. Oh, okay. Wir können hier ein bisschen was durchsuchen. Hey Boss, siehst in meinem Kopf, alles hier draußen ist eigentlich ganz normal. Ich habe etwas in dem See gefunden und jetzt ist es in meinem Kopf. Eine alte Hütte, ungefähr eine Meile entfernt von Old Gracewind. Es war nicht viel da, außer für Alice. Die ist immer noch am Leben, nach all dieser Zeit. Aber ich habe hier unten die Örtlichkeit quasi markiert. Ich werde ein paar Warnzeichen aufstellen. Seitdem meine Dame aus dem See quasi ungestört an diesem Ort sein möchte. Wir möchten nicht, dass irgendjemand hier rauskommt und ihr weh tut. Wir haben noch ein paar weitere vermisste Leute diese Woche. Alles nur, weil Alice Haustier und nicht uns unsere Arbeit machen lässt. Also müssen wir ein extra Auge darauf werfen. Wir müssen sicher gehen, dass kein weiterer von dem Licht meiner Dame weggezogen wird und da draußen verletzt wird nach all dem. Okay? Ich werde einen weiteren Trip nach draußen machen, morgen früh, um sicher zu gehen, dass die Hexe quasi weggesperrt ist. Meine Dame braucht, ja, Nourishment, keine Ahnung. Diese Zeichen werden quasi veröffentlicht werden. Ich werde dich bald, werde dir bald ein Update geben. Von 99. Okay. Dürfen wir diese Hütte vielleicht gar nicht finden? Ein altes Piano. Sieht so aus, als ob es abgeschlossen ist. Okay, dann müssen wir also einen Code finden. Rätsel über Rätsel. Hier ist noch ein Schlüssel. Wofür soll der sein? Die Stadt von Gracewind. Sollte auch bekannt. bekannt durch den Gracewind Scout, durch das Gracewind Scout Programm. Seit Jahren ist dieser Junior. Was war das? Dieser Junior, ja, Outdoorsman's Club. Ist quasi ein Club für Leute, die halt draußen was machen. Thema, der von großer. Ja, ist ein großes kontroverses Thema. Besonders nach dem Verschwinden von dem Scout Troop 19 während seiner Nachttrip hier in Gracewind Lake. Das muss aus dem ersten Teil sein. Der quasi, den wir gespielt haben in diesem Watchtower. November 1879. Ich sehe sie manchmal. Der Engel, der mich aus dem Wasser gerettet hat. Mutter sagt, dass sie nicht echt ist. Kein anderer hat sie jemals gesehen. Aber ich habe meinem Engel trotzdem einen Namen gegeben. Eurydice. Ich glaube, es ist ein schöner Name. Mein Engel singt, wenn ich ihr sage, dass sie jetzt einen Namen hat. Ich kann es hören. Ein glitzerndes Geräusch, so wie Glocken auf dem Rücken, auf der Rückseite von meinem Kopf. Ma versteht das nicht, oder Mama versteht das nicht. Eurydice sagt mir, dass ich mir keine Sorgen über Ma und Pa machen muss. Sie singt mir etwas vor zum Einschlafen jede Nacht. Schön, dass ihr überall. Dass hier überall diese Dinger liegen. Okay, ich habe einen Schlüssel. Und hier sind wieder mehrere Schlösser.
Hier klopft doch was, oder? Auch hier ist abgeschlossen. Was zum Teufel? Journal. Hatten wir das schon? Ah, okay. Weil das Neue ist das Gelb, oder? 9. September 99. Das Ritual wird fertiggestellt sein. Keiner wird darüber nachdenken, mich aufzuhalten. Und persönliche Effekte auf mich, also ich weiß, by returning my personal effects to me, keine Ahnung, eine Art von Vision von einem baptismal bird, irgendeine Vogelart, eine entfernte Erinnerung, versteckt in einer Melodie, verdunkelt, irgendwie sowas, Sohn, meine verschlossene versiegelt, my lock sealed by song. Achso, meine Verschlossenheit oder irgendwas Verschlossenes versiegelt von einem Lied. Ein Versprechen des Körpers, das von einer reinigenden Flamme freigelassen wird und das Zeichen der Hoffnung, das auf der Zunge eines Verräters tanzt. Solange, wie sie sich versteckt halten, ist meine Rückkehr unvermeidlich. Was soll das alles heißen? Okay, da brauchen wir eine Falltür mit verschiedenen Ketten. Ich habe etwas gehört, wie etwas von unten geklopft hat. Müssen wir die öffnen? Ist da was drin? Nein. Noten? Okay. Schlüssel? 1887, Frühling. Mehr Fremde diese Woche. Auridice hat sie mir gezeigt. Sie kommen durch die Wälder. Sie sind, haben sich verlaufen und sie frieren. Sie hat mir alle möglichen Dinge gezeigt, die mit ihnen passieren werden. Die Möglichkeiten, die ihnen Schmerz zubereiten können, damit sie zurück nach Hause gehen können. Die Menschen von Gracewind haben ihren Rücken mir schon lange abgekehrt, aber sie haben... Ja, quasi, sie lassen mir meine eigenen Mittel. Also helfe ich ihnen. Auridice war wütend. Ich bin heute hingefallen. Auridice hat mich schon so lange beschützt. Hab mir selbst gedacht, dass selbst in ein paar Momenten wäre ich wahrscheinlich zurück auf dem Weg. Dass alles wahrscheinlich in Ordnung wäre. Aber je länger ich da quasi in meinem Versteck saß und mich meine blutenden Augen bedeckt hielt, umso mehr ist jetzt klar, dass etwas gerade passiert. Sie hat ihre Nachricht klar ausgedrückt. Falls ich sie betrügen sollte, dann hätte das seinen Preis. Ich habe vergessen, wie es war, Angst zu haben. Mein Engel, Auridice. Mir war nie klar... Mir wurde nie klar,
wie dünn quasi ihre Geduld war. Ihre Geduldslinie. Ja, so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Wird sie hier vielleicht versteckt? Hier gibt es auf jeden Fall noch was zu essen. Ich habe keine Ahnung. Okay, was können wir denn noch hier entdecken? Hier ist auch noch ein Schalter. Aber es funktioniert natürlich nicht ohne Strom. Ich glaube, es sind einfach Lichtschalter. Ja, ist noch zu. Einen Schlüssel haben wir noch. Ich weiß nicht, können wir das... Das Journal, das haben wir schon gelesen. Dann haben wir hier ein Stück Noten. Ich frage mich, was mit der anderen Seite passiert ist. Ah, dieser Schlüssel sollte die Tür zur Hütte öffnen. Shed Door. Also quasi, so, ja, das, was da draußen steht. Mehr haben wir auch nicht. Okay. Also müssen wir vielleicht raus. Das können wir noch nehmen. Da ist ein Symbol drauf. Das habe ich doch schon mal gesehen. Okay, kommen wir auch lang. Wie groß ist denn dieser Ort hier? The Wax Doll, die Wachspuppe. Warum ist da eine Wachspuppe? Diese kleine Wachsfigur stand auf der Fensterbank in der Hütte. Fast so, als ob sie als Wache da stand. Wer hätte die Zeit, so etwas zu machen? Und warum haben sie ihn einfach rumliegen lassen? Es scheint, sieht so aus, als ob ein Symbol da reingekratzt wurde. Und ich kann es nicht wegmachen. Egal, wie sehr ich es versuche. Es stand auf dem Fenstersims. Hat das Schlafzimmer angeschaut, beobachtet. Schlafzimmer. Da hinten. Okay. Ein Waschkrug. Der mit einer Pungent Liquid. Keine Ahnung, was Pungent ist. Auf jeden Fall irgendeine Flüssigkeit. Okay, 1909. Die Handschrift ist immer noch ein bisschen zitterig und, oh, ja, und unsauber. Aber es geht noch so gerade so. Auradice hat ein Kind an meiner Türschwelle dagelassen. Eine schreiende, stinkende, ja, irgendwas, ein Ding. Ich kann mir nur vorstellen, wie sowas aussieht. So sehr ich sie auch hasse, kann ich mich selbst nicht dazu bringen, jemand Unschuldiges zu leiden in ihrem Namen. Ich werde das Kind Philip nennen. 1912. Philip ist wie durch ein Wunder gewachsen. Er ist viel größer, als ich es je geglaubt hätte. Und er hat angefangen zu reden. Er brabbelt die meiste Zeit, aber ich höre, dass er versucht, einige Wörter zu sprechen. 1914. Philip steht da und läuft von alleine. Seine Fähigkeit zu sprechen ist ungewöhnlich. Er hat noch große Schwierigkeiten, Wörter bei sich selbst zu formen, aber er kann Sachen wiederholen, die er gehört hat, mit unglaublicher, unglaublicher Genauigkeit. Gerade heute habe ich gehört, wie er Vogelgesang nachmacht, das er gehört hat, während er quasi in seinem Bett lag. Okay, ist das vielleicht dieser Goatman? 1917. Mehr und mehr Leute aus Gracewind verlaufen sich in der Nähe meines Hauses jede Woche. Egal, wie oft ich ihnen sage, dass sie nicht diesen Weg kommen sollen. Das ist das Werk von Auradice. Ich weiß es. Philip versteht meine Wut. Ich versuche, ihn in Sicherheit zu wiegen. Aber sie wissen nicht die Gefahr, die von ihr ausgeht. Er will ihnen Angst machen. Aber ich habe ihm gesagt, dass das alles nur noch schlimmer macht. Ich hoffe, er versteht das. Ah, hier können wir... Ach nee, das ist der Eingang, oder? Sind wir da rausgekommen? Wir können hier überall durchgucken. Oh Gott, okay. Gibt's hier noch... Hier ist ein Stück Brot. Können wir nur angucken, können wir nicht mitnehmen. Noch ein Text. Mehr Text! Heute Nacht war sehr komisch, Boss. Ich weiß, du liest das hier nicht, aber es fühlt sich besser an, wenn ich dran denke, dass ich so tue, als ob du es liest. Ich habe
draußen etwas bewegen sehen an dem See. Es waren keine Hütten da oder ja, Camper, die dort sich aufgehalten haben. Also sah es ein bisschen komisch aus für mich. Und ich wollte nicht den Unfall, den Zwischenfall mit diesen Kids vor ein paar Wochen wiederholt sehen. Also bin ich rausgegangen, um es zu überprüfen. Und ich weiß, du hast gesagt, es ist nicht so wichtig oder ernsthaft und dass keiner verletzt wurde. Aber ich habe gelernt, ich schwöre dir, ich werde all diese Hinweise ausdrucken und werde sie hier auf dem Tisch liegen lassen. Wie auch immer, ich bin runtergegangen, um das zu überprüfen. Nichts zu Seltsames, nur ein alter Typ, der quasi am Wandern war. Er hat eigentlich nicht ausgesehen wie ein Wanderer, aber er hat mir über den Pfad erzählt, den er versucht zu finden. Und es sieht so aus, oder es hört sich so an, als ob er alles quasi überprüft hätte. Nur ein weiterer Einwohner. Sie gehen nirgendwo anders hin als hier, als wie hier in Gracewind. Er hat mich eingeladen, mit mir die Sterne von dem See für eine Weile zu betrachten. Und ich weiß nicht warum, aber ich sagte, ich würde mitkommen. Ich habe mich hingesetzt auf einem Baumstumpf und habe rausgestarrt in dieses großes leere Nichts. Ich verstehe Sterne gucken nicht, ernsthaft. Am Ende habe ich gedacht, dass ich es nicht tun würde. Aber dann habe ich hochgesehen und ich habe diese Sterne gesehen und den See. Und ich habe mich selbst dabei ertappt. Weißt du, vielleicht gibt es da doch irgendwas nach alledem. Aber das ist nicht der seltsame Part. Hast du jemals schon mal einen Song gehört, den du einfach nicht aus deinem Kopf bekommen kannst? Oder ein Kratzen, das nicht weggeht, egal wie hart du kratzt. Oder ein Kitzeln, das nicht weggeht, egal wie hart du kratzt. Genauso fühlt sich das an. Nur auf der Rückseite von meinem Verstand. So als ob da ein Gedanke ist und ich kann ihn einfach nicht erreichen. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, über den See, dann ist es so, als ob ich etwas kratzen möchte, das kitzelt. Ich hoffe, das ist nicht dauerhaft. Okay. Warum kann ich das Brot nicht mitnehmen? Okay, erstmal sehr viel erkunden. Ich merke gerade schon, das Spiel geht in eine ganz andere Richtung, als ich gedacht habe. Aber es ist doch recht spannend, was hier so passiert ist. Was wir hier möglicherweise machen können. Diese Tür ist immer noch verschlossen, aber ich glaube, der Schlüssel ist für draußen. Hier ist auch noch alles verschlossen. Dieser eine Raum. Ein wunderschönes Gemälde von Gracewind Lake. Ich dachte, wir könnten es irgendwie wegmachen zur Seite oder so. Sieht zumindest so aus. Da ist das Klavier. Da müssen wir noch... Wir haben ja ein Symbol. Ich meine, diese Symbole wären auch hier in diesem... Wenn wir uns die Figur nochmal angucken. Ich glaube, das Symbol sah so aus. Kann ich die nochmal... Warte mal, kann ich die nochmal angucken? F. Da ist das Symbol. Ist auch dieses komische A. Keine Ahnung. Oh Gott, die Steuerung ist echt merkwürdig. So, was haben wir noch? Hier sind noch mehr Schubladen. Die können wir aber nicht aufmachen. Brauche ich vielleicht einen Schlüssel dafür? Sieht wie ein netter Feuerplatz aus. Warum kann ich den nicht anzünden? Ein bisschen heller hier. Okay, hier können wir das mal zumachen. So, die Hütte ist da. Genau. Ja, das ist gar nicht das Scheißhaus. Das ist, eine Hütte. Wie auch immer, wir haben den Schlüssel dafür. Ein Rucksack. Was ist da drin? Da war was drin. Journal. The Music Box. Okay. Eine Musikbox im Rucksack. Diese alte Musikbox wurde gut drauf aufgepasst. Es war seltsam, sie versteckt zu finden in einem Rucksack von dieser verschlossenen Hütte. Fast so,
Als wollte jemand nicht, dass ich sie finde. Ich frage mich, wo der Aufziehschlüssel sein könnte. Als ich es aufgehoben habe, fühlt es sich so an, als ob ich zurück ins Schlafzimmer gehen sollte. Okay, zurück ins Schlafzimmer. Mai 1881. Pa hat mich runtergebracht zu dem See letzte Woche. Ich wusste nicht, was er vorhatte. Er hat meinen Kopf quasi unter das Wasser gehalten. Er hat mir gesagt, es ist besser, wenn ich nicht am Leben würde. Dass keine Tochter so aufwachsen sollte, eine Hexe zu sein. Ich wusste nicht, dass Wasser sich so anfühlen konnte und dass dieses Feuer in dir drin ist. Alles wurde schwarz. Und dann hat Pa mich zurück zu dem See gebracht. Ich habe ihm gesagt, ich wollte nicht gehen, aber er hat mich wieder zu dem See gebracht. Er hat mir gesagt, dass keine Tochter als Hexe aufwachsen sollte. Das Wasser, Feuer innen drin, Dunkelheit. Ich habe die Glocken gehört und Pa hat mich wieder zurückgebracht nach unten zu dem See, wieder einmal. Ich wollte nicht, dass es passiert. Ich habe versucht wegzulaufen. Wasser, Feuer, Dunkelheit, die Glocken. Ich habe nach Ma gerufen. Wasser, Feuer, Dunkelheit, die Glocken. Ich weiß nicht, wie oft es passiert ist. Ich weiß nicht, wie viele Male er mich runtergebracht hat zu dem See. Wie viele Male er mich dorthin gezerrt hat, bevor ich es getan habe. Bevor ich ihn da reingeschubst habe. Ich hatte gehofft, dass er hineinfällt. Wasser, Feuer, Dunkelheit. Ich sollte Ma Bescheid sagen. Ach, das ist eine Frau, die sie die ganze Zeit schreibt. Diese Zettel? Mehr ist da nicht drin. Okay, wir sollten zum Schlafzimmer zurück. Vielleicht finden wir jetzt hier irgendwo diesen Schlüssel. Irgendwas höre ich hier. Ich weiß aber nicht, wo das Geräusch herkommt. Ich habe das Gefühl, es kommt von hier. Okay, versuchen wir mal gucken. Musikbox. Eine kleine Musikbox mit einem Symbol darauf. Ich frage mich, welche Musik es spielt. Sieht ein bisschen komisch aus, wie sich das bewegt, ne? Finden wir diesen Schlüssel. Vielleicht liegt er irgendwo auf dem Boden rum. Mich ducken kann ich aber auch nicht, ne? Nö. Ich habe das Gefühl, wir müssen da irgendwie durch. Nochmal in die Schubladen gucken. Okay, irgendwas muss es hier noch geben. Ich glaube, durch diese Türen kommen wir gar nicht.
Hm. Also hier sind auf jeden Fall Symbole dran. Ein Symbol haben wir gefunden. Hier sind dieselben Symbole dran, auch vier Stück. Ist vielleicht derselbe Code. Hier ist noch zu. Also aber die Hintertür. Da kommen wir einfach nur raus, okay. Waschbrett, hier stand die Wachsfigur. Hier ist sonst nichts mehr. Hier ist diese Bohle. Können wir da vielleicht was reintun? Vielleicht diese Wachsfigur? Kann ich hier nicht benutzen. Vielleicht diese Kiste? Kann ich hier nicht benutzen. Wo könnte ich die Wachsfigur denn noch benutzen? Ich könnte sie vielleicht schmelzen. Vielleicht ist da ein Schlüssel drin. Ah, hier sind auch noch Schränke. Oh, was ist das? Nichts. Waschschüssel, gefüllt mit, keine Ahnung was. Was haben wir noch? Wir haben die Kiste, wir haben das Tagebuch, wir haben die Noten. Und die Wachsfigur. Ich hätte jetzt gedacht, Wachsfigur schmelzen, irgendwie beim Feuer oder so. Hier ist zumindest Licht. Ah, das können wir sogar anmachen. Oh ne, das wollte ich nicht öffnen. Warte mal, brauchen wir denn noch Licht? Scheint nicht zu gehen. Und das da? Ist keine Glühbirne drin. Ist hier Licht? Auch kein Scheißlicht. Sieht aus, als ob es zu ist. Zu. Zu. Alles zu. Ich denke mal, das müssen wir irgendwie anmachen, vielleicht. Die Figur haben wir immer noch. Okay, da stand ja, wir sollten wieder zurück ins Schlafzimmer. Vielleicht müssen wir diese Spieluhr hier benutzen. Müssen wir hier was benutzen? Oh! Ah! Please, you have to help me. I'm just as trapped as you are. Du musst mir helfen. Ich bin genauso gefangen wie du. Ah, warte mal. I don't know if she'll hold you here. I hope she lets you move on. You don't deserve this curse. Ich weiß nicht, ob sie hier fest wird. Ich weiß, du wirst weitergehen, aber du verdienst das nicht. Ich muss da Sachen drauflegen. Das Tagebuch vielleicht auch? Warte mal. Okay, Tagebuch und Note nicht. Okay. Standard Family sei. Was? Was ist das? Ein Schwarzlicht. Oh, okay.
Okay. Was können wir mit dem Schwarzlicht entdecken? Ob das so gut ist, dass wir das freilassen hier? Also ausmachen. Irgendwelche Hinweise. Ah. Da sind Zeichen. Baum. Baum. Mensch. Frucht. Aber was ist die Reihenfolge? Hier sind auf jeden Fall Zeichen. Vielleicht für dieses... Ah, hier. Ach, da haben wir es doch. Ah, okay. Dreieck, Baum, Mensch und X. Okay, versuchen wir es mal. Dreieck. Baum. Das und dieses X. Da. Dreieckbaum. Dreieckbaum. Mensch. Dreieckbaum. So eine Art Mensch und X. Richtiger Baum. Das ist doch eigentlich richtig. Oder ist es für das andere Schloss? Baum. Baum. Mensch. Mensch. Oder das ist die richtige Reihenfolge. Ist ja auch 4. Also, ah, das kann, vielleicht ist das für die andere Tür der Code. Dreieck, Baum, Mensch und X. Versuchen wir es mal. Hallo? Ah. Okay, warte. Okay. Wir müssen dann auf das Ding klicken. Dreieckbaum. Ah, das war falsch hier. Okay. Oder weiß ich, was richtig ist? C B B C D. Oh, okay. Warte mal. B, B, C, D, B, B, C, D. B, B, C, D. B, B, C, D. Okay. Okay. Okay, jetzt habe ich es. B, B, C, D, B, B, C, D. B, B, C, D. Oh, okay.
Müssen wir bestimmt auch hier drauflegen, oder? Sieht nicht so aus, dass ich es hier platzieren kann. Was habe ich da? Ein Schädel? Goldman Carving. Ein Teil aus Holz. Die Farbe eines Ziegenschädels hat. Es hat einige Zeichen darauf. Aber sie sehen wichtig aus. Okay. Vielleicht muss ich den in diese Flüssigkeit legen. Warte mal. Okay. Reinigen. Kann ich hier nicht benutzen. Haben wir sonst noch was hier? Was wir hier? Nur den Schädel. Wo kann ich denn den Schädel benutzen? Ich guck mal eben, ob diese Reihenfolge richtig ist. Mensch. Baum. Baum. Mensch. Versuchen wir das mal. Mensch, Baum. Baum. Mensch. Okay, tatsächlich. Hier ist ja so einiges drin. Oh. Ein Rabe. Neuer Tagebucheintrag. Die tote Krähe. Ich habe einen toten Vogel eingesperrt in einem Raum gefunden, der komplett, ja, komplett Müll ist, kaputt ist. Vielleicht wird das ein weiteres von diesen Ketten öffnen. Oh, okay. Stück Brot noch. Was kann ich mit dem Schädel machen? Ich muss noch drei weitere. Neuer Tagebucheintrag. Ich habe versucht, die Krähe auf der Falltür zu platzieren. Es gab eine kleine Reaktion, aber nichts weiteres. Vielleicht fehlt irgendwas. Ich muss sie vielleicht irgendwie vorbereiten. Ah, bestimmt in diesem Wasser hier. Vorbereiten. Oh! Ach, so eine Art Säure ist das. Okay, ich habe etwas aus dem Gefäß zurückerhalten. Stained. Ich weiß nicht, was Stained heißt. Tutta. Okay, okay. Okay. Das funktioniert. I know this can't be easy. If you knew the choice you were making, you would turn back. She wouldn't let you do it. But I can't stay here longer. Okay, ich weiß, es wird nicht einfach. Falls sie wüsste, was du tust, aber du kannst nicht mehr zurück. Ich kann nicht hier länger bleiben. Warum kann ich in diesen... Ach, kann ich doch? Neuer Hinweis. Eine letzte Sache müssen wir noch finden. Oh, es dampft schon. It was always meant to be like this. I'm sorry. Es sollte immer so sein. Ich will in deinem Körper hier rauswandern. Okay. Neuer Tagebucheintrag. Was? Das Unerklärliche. Die Sachen zusammen, das Ziehen. Da ist etwas in meinem Tagebuch niedergeschrieben. Es sieht so aus, als ob es meine Handschrift ist, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich es geschrieben habe. Die letzte Sache, an die ich mich erinnern kann, dass ich diese Falltür in dem Haus geöffnet habe. Dann, es ist schwer, sich daran zu erinnern.
Ich habe sie gefühlt, was auch immer ich getan habe, was auch immer für ein seltsames Ritual ich geholfen habe zu beenden. Es hat ihr geholfen, in meinen Kopf zu gelangen. Sie war so traurig, verzweifelt. Für diese eine kurze Sekunde haben wir in diesem selben flüchtigen Moment des Daseins habe ich ihr Verlangen gespürt, diesen Ort mit ihr zu teilen. Oder, ja. Ich habe alle Sinne verloren, die meine eigenen Gedanken endeten. Und die von Alice haben angefangen. Aber ich hatte keine Angst. Ein glückvoller Besitz. In den Wogen eines Sees im Sommer zu sitzen, die über mich gleiten. Und ich wusste, dass sie ihre Chance verdient dafür, zu sein. Alice Cadder. Etwas hat sie kontrolliert, hat die Führung übernommen für jede Aktion in ihrem Leben und hat gemacht, dass sie quasi ein Passagier in ihrem eigenen Körper ist. Und sie hat dafür bezahlt. Was? Tage? Jahre? Sie hat versucht, einen anderen Weg zu finden. Und jetzt sollte ich ihr das verweigern? Der Regen hat sich durch den Rest der Seiten durchgeweicht, aber wenigstens ist der Rest des Tagebuchs noch in Ordnung. Okay. Ich bin wieder in der Hütte. Da ist zu. Die Hütte. Dieser Ort ist ganz durcheinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier leben könnte. Noch weniger, dass jemand diesen Ort finden könnte. Und doch bin ich dazu bereit, alles aufzugeben und diese ganze Sache den verlorenen Sinn wiederzugeben. Ich habe es gehört. Ein schlagendes Geräusch von der anderen Seite des Hauses. Hier bin ich wieder. In der Kellerhütte. Der letzte Ort, dem Michael Leeds gesehen wurde. Ich weiß, dass er gerade hier war. Und ich weiß, dass er niemals gegangen ist. Ich weiß, dass irgendetwas Unnatürliches hier passiert. Und dass etwas übrig gelassen ist, um herauszufinden, was. Ich kann nicht sagen, ob ich nicht fähig bin zu gehen, weil irgendetwas mir hält, oder ob ich nicht will, oder ob ich nicht gehen will. Nicht, bis ich herausgefunden habe, was wenigstens die Wahrheit ist. Vielleicht sollte mir das mehr Angst machen, als es tatsächlich tut, aber so ist es nun mal. Ach nee. Ist irgendwas anders hier? Oh, ich muss wieder von vorne anfangen. Wait. Die Wachsfigur. Muss ich vielleicht wegrennen? Okay, kriege ich noch alles zusammen? Also, warte mal. Also, als nächstes müssen wir raus. Wir haben den Schlüssel gefunden. Müssen wir raus. Die Leiter. Das Feuerzeug. Ich brauche...
brauche ein Feuerzeug, um vielleicht das Feuer anzumachen, aber... Bookshelf, Cabinet Key. Ach so, warte mal. Hier. Noten. Wo soll ich denn Feuerzeug finden? Okay, warte mal. Muss ich hier vielleicht was verbrennen? Vielleicht die Sachen? Die Sachen, die ich hier gefunden habe? Kann ich hier nicht benutzen. Was soll ich da verbrennen? Hier ist nichts. Muss ich jetzt nicht eigentlich das Ding hier finden? Ich weiß die Symbole leider nicht mehr. Boah, lass mal überlegen. Dreieck. Baum. Baum, Mensch. X. Wie war's hier? Mensch, Baum, Baum, X oder Baum, Mensch, Mensch, X? Mensch, meine ich. Hallo? Dann war es umgekehrt. Baum, Mensch, Mensch. Okay. Doch was anderes? Oh, was war denn das dritte nochmal, was ich finden musste? Ah, ich habe das immer noch. Warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Ach nee, Dreieck. Das sind andere Symbole, oder? Warte mal. Warte mal. Dreieck. Mensch. Nee, Dreieck. Dieses Ding. Mensch, Dreieck. Hä? Das ist alles so anders. Was sind das für Symbole? Ich check's gerade nicht. Dreieck nach unten. Doch, das ist Mensch. Dasselbe wie das, ne? Mensch, Mensch. Dreieck nach oben. Mensch, Mensch, Dreieck nach oben. Das da. Toter Vogel. Immer noch abgeschlossen. Irgendwas hier, was man sehen soll? Was war ja nochmal das dritte, was man finden musste? Hallo?
Jetzt geht's. Können wir den jetzt vielleicht verbrennen? Irgendwofür muss das Feuer doch gewesen sein. The Leiter. Wofür brauchen wir? Können wir da nicht platzieren? Ach, das Tagebuch mussten wir, glaube ich, platzieren, oder? Mussten wir das Tagebuch platzieren? Irgendwas anderes noch. Aber was? Was war der dritte Gegenstand? Was war der dritte Gegenstand und wovon habe ich ihn gefunden? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Das Ding. Hier ist auch noch alles abgeschlossen. Die Wachsfigur. Ich kann das Bild verbrennen. Was dahinter? Der Aufziehschlüssel. Warte mal, für die... Ah. The Leiter. Wir hätten das nicht verbrennen dürfen. Es sind verschiedene Enden. Aber warte mal. Wie komme ich denn jetzt weiter? Was war denn der dritte Gegenstand, den ich verbrennen musste? Den ich hier reintun musste? Warte mal, es steht im Tagebuch, glaube ich. Ah, wir müssten was anderes machen. Das war's. Wir müssen nicht dasselbe machen. Wir müssen sie quasi befreien. Wir müssen uns retten. Ah, was war das? Das dritte. Ich komme jetzt eh nicht weiter. Ich denke, es wiederholt sich dann einfach nur. Also doch der Vogel. I know this can't be easy. If you knew the choice you were making, you would turn back. She wouldn't let you do it, but I can't stay here longer. Aber da fehlt doch jetzt nur das vierte. It was always meant to be like this. I'm sorry. I wish there was another way, but I'll be walking out of here in that body of yours. I wish mine was in a better state. Okay, wir landen dann wieder quasi. Wieder hier. Ah, okay. Warte, dann weiß ich, was ich tun muss. Wieder den Schlüssel nehmen. So, wir brauchen das Feuerzeug. Es ist nicht da. Wir haben das Feuerzeug noch, oder? Und den Aufziehschlüssel. Wo war denn der andere Schlüssel? Hier. So, können wir jetzt... Neuer Hinweis. Thank you.
Was haben wir denn für einen Hinweis? Warte, Journal will ich sehen. The Music Box. Die Musikbox in dem Rucksack. Diese alte Musikbox. Als er Pegasus fällt, das Pullback in the bedroom. Turn the key in the music box, open it and made player's song. Time to see what else in there. Achso, okay, wir müssen noch reingucken. Ach, mal gucken hier. Eine Kette. Ein Symbol. Wir müssen das letzte Symbol draufpacken. Dreieck. Baum. Mensch. X. Ja, ich meine schon. Das war dieselbe Musik von dem Ding. Warte mal, wir machen nochmal das Feuer an. Vielleicht müssen wir aber auch diese Kette da verbrennen. Kette, die wir hier haben. Okay, funktioniert nicht. Ich muss wahrscheinlich alle vier da platzieren. So, jetzt brauche ich noch den Raben. Dreieck. 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 Okay. Das war einfach. Dann hier in dem Wasser. So, alles klar. Versuchen wir es mal. Also, wir fangen an mit... Ich weiß gar nicht. Die Wachsfigur brauche ich noch. Wir fangen mit der Wachsfigur an. Die Wachsfigur. Please, you have to help me. Dann kommt die Musikbox, die ich aber nicht öffnen kann. Die Kette. Der Vogel. Vielleicht müssen wir in die richtige Reihenfolge. So, don't be mad at him. He's been so devoted to keeping me safe. Maybe next time though, things will be better. Stay calm. It'll all be over soon. After all, it'll only hurt for a moment. Was tut nur weh? Ich vermute mal, wir müssen die Sachen irgendwie verbrennen oder so. Da ist er doch! Der Goatman! Okay, Das war auch nicht das Richtige. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt eine Pause hier und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Allerdings habe ich mich hier nach dem Laden des Spiels, befinde ich mich hier mitten im Wald. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt wieder zurück zum Weg komme. Das finde ich ein bisschen komisch. Ah, hier ist die Tür. Ich glaube, hier muss ich durch, oder? Komme ich jetzt zur Hütte?
Entweder komme ich hier wieder zurück oder wir... Ja, hier ist die Hütte. Okay, alles klar. Okay, also. Scheinbar kann man hier verschiedene Enden freischalten. Und es gibt anscheinend nur ein richtiges Ende, um das Spiel fertigzustellen. Nur was ist das richtige Ende? Ich denke mal, wir können hier noch mehr finden. Und es muss ja irgendeine Möglichkeit geben, dieses Feuer zu nutzen. Ich könnte mir gut vorstellen... Hallo? Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht die Sachen der Reihe nach verbrennen müssen. So, warte mal, das können wir auch noch verbrennen. Zack. Da ist dieser Aufzieher. Warum behalten wir den eigentlich nicht? Hier ist der Schlüssel. Das Klavier. Das können wir schon mal zur Seite, aber ich weiß gar nicht, ob das überhaupt wichtig ist. Die Noten. Die Figur. Wo war denn der andere Schlüssel überhaupt? Im Schrank, oder? Haben wir den schon rausgeholt? Eigentlich auch noch was? Vielleicht befinden sich ja draußen auch noch Zeichen. Das könnte auch noch sein. Zeichen und Hinweise. Das ist nur ein Stein. Okay. Okay, was haben wir denn heute? Heute haben wir Baum. V. A. V. Das zuerst. Oh, da war es schon. V. A. V. Okay, ein Raben. Aber hier gibt es ja echt noch jede Menge Schränke, die wir potenziell öffnen könnten. Vielleicht gibt es hier noch mehr Sachen, die wir finden können. Vielleicht auch mit dem Schwarzlicht oder so. So, das Männchen habe ich aufgenommen. Was war hier noch? Hier war sonst nichts mehr. Ich versuche jetzt einfach mal die, die Figur zu verbrennen. Ja. Als erstes... Ah ja. Ah, das ist eine Wachsfigur. Found item from melted wax. Aha. Ein Ring. Warte mal, was steht da? Alter Silberring. Haben wir einen Journal-Eintrag? Ein Silberring. Dieser Ring war in der Wachsfigur versiegelt, die ich vorher gefunden habe. Ich kann mir nicht helfen, aber es fühlt sich an, als ob es wichtig ist. Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, mit demjenigen, der in dem Schlafzimmer unter der Luke eingesperrt ist. Okay, warte mal. Schlüssel, den müssen wir auch benutzen. Vielleicht müssen wir jedes Teil irgendwie wandeln. Hier sind ja auch immer Symbole drauf. Dieses Symbol. War hier ein Symbol drauf? Also ich bin mir sicher, wir müssen noch andere Dinge finden. Bevor ich jetzt das drauflege, mache ich erstmal den Raben. Hier rein. Was waren die anderen Dinger nochmal? Der Schädel. Aber irgendwie braucht man ja mehr.
Und da kommt man auch nicht raus. Okay, holen wir uns erstmal den Schädel. Dreieck. Baum, Mensch, X. Dreieck. Baum, Mensch, X. Aber hier fehlt irgendwie auch was, ne? BB. Was müssen wir mit dem Schädel machen? Vielleicht müssen wir den auch irgendwie untersuchen. Wo könnte der Schädel hinkommen? Auf welchem Platz? Oder müssen wir ihn verbrennen? Das wäre noch die nächste Möglichkeit, die anderen Sachen zu verbrennen. Vielleicht können wir diesen Schädel auch in den... Ach nee, das habe ich ja schon ausprobiert. Schädel in diesen Bottich. Ich versuche es trotzdem nochmal. Passt da nicht hin. Was könnten wir mit dem Brot machen? Warte mal. Was könnten wir mit dem Brot machen? Auch anzünden? Irgendwas muss ja auch mit dem Brot machen. Kann ich nicht benutzen. Vielleicht brauchen wir ein Messer dafür. Ring in Brot geht auch nicht. Ring. Okay, versuchen wir mal den Schädel noch zu verbrennen. Ring, Vogel, Schädel. Passt da nicht. Okay, was haben wir noch? Tagebuch. Ah, warte mal. Muss es genau angucken. Passt nicht. Okay. Ring kann ich auch nicht da in den Vogel. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Okay, der Schädel muss irgendwo anders hin. Noch irgendwas anzünden, oder? Irgendwas muss es doch hier noch geben. Wir haben noch so viele verschlossene Schränke. Ich muss diesen Schädel wahrscheinlich irgendwo drauf platzieren. Ich gucke nochmal hier. Ob es hier irgendwas gibt. Oder versteckt. Guck mal, hier sind auch so Krallen irgendwie. Als ob man den Schrank zur Seite rücken könnte. Womit könnte man den Womit könnte man den Ring öffnen? Nutzen. Guck mal, das Bild hängt auch schief. Den Ring, den Ring, den Ring. Da bringt's nichts. Da haben wir auch was an. Waschbrett. Hier kann man durchgucken. Hat das was mit den Symbolen zu tun? Dieses Symbol hier? Kann man hier irgendwie was machen? Dieses Symbol hier? Da kann man aber auch nichts machen.
Dieses Symbol hier. Vielleicht müssen wir mit dem Schädel zurück. Vielleicht muss der Schädel noch irgendwo anders hin. Vielleicht können wir doch hin das Haus irgendwie. Es muss ja einen Weg hinter das Haus geben. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie. Oder am Baum? Boah, der Nebel ist aber auch echt dicht, ey. Ein alternativen Weg, ein Weg zurück. Was ist da oben? Nichts. Ich glaube, hier sollte man gar nicht hin. Oh, das blendet so. Ah, warte mal. Nee, das ist das Tor. Ja, wir kommen schon zurück, ne? Vielleicht gibt es was an dem Auto. Vielleicht müssen wir an dem Auto was machen, wenn ich es denn wiederfinde. Oh, ich lande immer wieder bei der... Ich lande immer wieder bei der Hütte. Keine Möglichkeit zu entkommen. Auch hier gibt es nichts. Okay, nochmal gucken. A piece of wood hewn into the rough shape of malformed goat's head. Also aus Holz ist das. Da sind Zeichen drauf. Da ist dieses Menschenzeichen. Aber warum kann ich das nicht... Warum kann ich das nicht verbrennen? Feuerzeug. Der Schlüssel hat die Musikbox geöffnet. Und was steht da drin? Da ist dieses Zeichen drauf, dieses X. Vielleicht ist die Reihenfolge wichtig. Und der Ring hat das. Und der Vogel hat das. Es sind ja nur vier. Die Reihenfolge ist vielleicht wichtig. Muss es dieselbe Reihenfolge wie hier sein oder muss es die Reihenfolge wie hier sein? Sind es unterschiedliche Zeichen? Ne, es sind die gleichen Zeichen. Hier waren es unterschiedliche Zeichen. Aber was ist die richtige Reihenfolge? Ich weiß es nicht mehr. Es muss irgendwas auch mit dem Brot zu tun haben. Ich versuche jetzt nochmal den Schädel zu verbrennen, aber ich habe... Eigentlich habe ich alles ausprobiert. Kann ich da nicht benutzen. Schädel verbrennen kann ich nicht. Schädel in diese Säure tun. Die Tür ist einfach zu. Womit fangen wir denn jetzt an? Tagebuch geht nicht. Feuerzeug geht nicht. Spielbox. Spielbox. Please, you have to help me. I'm just as trapped as you are. I don't know if she'll hold you here. I hope she lets you move on. You don't deserve this curse. I know this can't be easy. If you knew the choice you were making, you would turn back. She wouldn't let you do it, but I can't stay here longer. There was a plan in place. If you had it straight, it would have never led to this. So don't be mad at him. He's been so devoted to keeping me safe. Maybe next time, though,
Things will be better. Stay calm. It'll all be over soon. After all, it'll only hurt for a moment. Deswegen, das mit der Wiederholung, den wir auf den Zettel gelesen haben, das hat alles damit zu tun. Also ich denke, wir müssen noch was anderes machen. Oh. Jetzt kommt wieder der Goldman. Also die Reihenfolge ist vielleicht wichtig. Updated Journal Entry. Was ist denn neu? The Creature. Sollte tot sein und nicht mehr hier auf dem Pfad vor der Kellerhütte stehen. Irgendwas kam durch die Tür. Irgendwas Großes und Gefährliches. Fangzähne und Krallen. Blinde Wut. Ich fühlte die Krallen, wie sie durch mich durchschnitten. Und dann bin ich abgedriftet in das Nichts und wieder hier. Bin ich tot? Ist das der Grund, warum ich hier bin? Nein. Es muss noch mehr passiert sein, als ich erst dachte. Aber ich lebe. Fleisch und Blut. Genau das, was versucht hat, mich zu töten. Ich glaube nicht, was ich sehe, so ungefähr. Selbst wenn es sich anfühlt. Aber die Erinnerungen gehen weg von mir mit jeder Sekunde, die fortschreitet. Ich muss auf den Grund von all dem stoßen. Nach all dem, das ist das, was ich tun muss, nicht wahr? Vermisste Leute finden. Also, was, wenn ich derjenige bin, der in der Zeit verloren ist? Okay. Wir landen immer, also das ist, wir sind in so einem scheiß Loop. Wir müssen aus dem Loop ausbrechen. Es muss noch eine Lösung geben. Ich glaube, wir müssen jeden Gegenstand irgendwie wandeln und dann die Reihenfolge beachten. Aber wo zum Teufel findet man die anderen Sachen? Vielleicht muss ich mit dem Cabin-Schlüssel aber auch andere Cabins aufmachen. Warte mal. Bookshelf Cabinet. Vielleicht muss ich erst, warte mal. Baum, 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 X. Noch ein neues Journal. Ghost, Geisterhinweise. The ghost was by the bath and said purify. The ghost was over by the painting burn. Reinigen, brennen. Neuer Brief. Liebe Stacy, ich sehe Formen in meinem Schlaf, seitdem ich hier eingeschlossen bin oder mich eingeschlossen habe. Ich habe keine Idee, was sie bedeuten, aber es wird schlimmer. Erst dachte ich, es wäre eine Art von Fokus. Aber über die nächsten Jahre wurden sie immer klarer. Es ist so, als ob sie die Tage herunterzählen, bis ich herauskomme. Ich weiß, ich habe sowas schon mal vorher gesehen. Ich weiß, du willst, dass ich die Nacht hinter mich bringe und ich versuche das, aber es ist schwer. Es ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Ich spiele alles nochmal durch, immer wieder und wieder in meinem Kopf durch. Ich weiß, ich habe diese Form schon vorher gesehen. Ich kann mir nur nicht erinnern, was. Ich kann nicht glauben, dass der ganze Albtraum fast vorbei ist. Ich nehme deinen Hinweis und versuche nicht darüber zu viel nachzudenken. Dein Bruder Michael. Hier noch ein Schlüssel. Purify, burn. Vielleicht brauchen wir diese Reihenfolge hier. Vielleicht ist das die Reihenfolge, wie wir auch die Sachen da hinlegen müssen. Okay, aber erstmal will ich, wie war's? Baum, Baum, Baum. X. Ich will jetzt noch den Schlüssel. Shadow.
Vielleicht kommen wir hier auch an dieses Bücherregal. Vielleicht passt hier der Schlüssel. Auch nicht. Purify heißt die Krähe reinigen. Ich denke schon, dass wir was drauflegen müssen. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Und dass wir vorher was mit den Gegenständen gemacht haben. Also müssen wir auch irgendwas mit dem Schädel machen. Aber ich habe keine Idee, was. Ich muss das mal eben abzeichnen. Vielleicht ist das die Reihenfolge, wie wir die Gegenstände drauflegen müssen. Ich vergesse es sonst einfach. Also, unteres Dreieck, Baum, dieser Mensch. Die Symbole kommen mir auch irgendwie bekannt vor. Und dieses X. So. Stopp. Hallo. Na, egal. Doch, Baum war richtig. Mensch und das X. Also, was müssen wir damit machen? Können wir vielleicht den Schädel nochmal hier draufstellen oder irgendwie sowas? Vielleicht was anderes? Ich brauche erstmal Licht. Feuer. Und die Wachsfigur. So, nochmal automatisch den Schädel erhalten. Dann brauchen wir den Schlüssel. Ghost Whisperer. Ich denke mal, das sind die Hinweise hier. Diese Ghost Whisperer. Was haben wir hier? Dear Stacy, das ist der Zettel, den wir gefunden haben. Ghost Clue, the Ghost. Was verbrennen? Purify. Das haben wir gemacht. Purify und Burn. Es muss aber noch andere Sachen geben. Es muss noch andere Sachen geben. Diesen Schädel müssen wir irgendwie verwandeln. Es muss irgendwas mit dem Brot zu tun haben. Aber ich kann das Brot ja leider nicht essen. Wenn wir wenigstens ein Messer hätten, um das Brot durchzuschneiden oder nehmen könnten. Oder vielleicht können wir reingucken. Oder mit dem Licht. Irgendwas hier drin. Es muss ja einen Sinn geben, warum das Brot da ist. Was wäre denn jetzt die korrekte Reihenfolge? Purify machen wir jetzt nochmal eben hier mit dem Ding. Und ich guck nochmal, ob wir... Können wir nicht verwenden. Können wir nicht verwenden. Können wir nicht verwenden. Und dieses scheiß Tagebuch. Vielleicht müssen wir mal mit dem Tagebuch was machen. Können wir das Tagebuch vielleicht an das Klavier? Aber die Seite scheint ja rausgerissen zu sein. So, warte mal. Klavier. Nee. Ist hier irgendwas auf den Balken? Da oben ist auch so eine Art Dachboden. Warte mal. Da ist ein Käfig. Ah, da ist ein Käfig. Wie kommen wir denn da hoch? Vielleicht ist da noch irgendwie was. Vielleicht von außen?
Irgendwie übers Dach. Kommt man hier hoch? Hochklettern? Über den Baum? Hier sind ja irgendwie auch Krähen weggeflogen. Okay, ich werde jetzt noch eine Sache ausprobieren, nämlich die Sache mit der Reihenfolge. Und dann habe ich leider so gar keine Idee. Ich sehe zwar, dass da irgendwie was ist. Auf dem Dachboden. Also ich denke mal, irgendwas mit dem Brot könnte man vielleicht noch machen. Irgendwie hier, dass man irgendwie hier hochkommt. Aber wie? Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Irgendwie hier rauskommen. Da fehlt aber ein Schlüssel. Okay, also gucken wir mal. Die Reihenfolge wäre... Das ist der Baum. Den Baum haben wir hier gar nicht. Spielt die Reihenfolge wirklich eine Rolle? Der Schrank ist irgendwie gelb. Nichts, was wir tun können. Nichts, was an der Tür steht. Myth and Legend of the Pacific Northwest, das Bücherregal. Das Ding für das Bücherregal. Mit der Reihenfolge, das ist mir auch irgendwie nicht so ganz klar. I can hear something rattling around inside of it. Okay, da ist irgendwas drin. Warte mal, vielleicht müssen wir den auch irgendwie... Aber verbrennen ist ja nicht. Kaputt machen. Kriegen wir den kaputt, wenn er etwas drin rütteln. Wenn etwas drin raschelt. Die geöffnete Musikbox. Irgendwie müssen wir das wahrscheinlich kaputt machen. Gibt es noch irgendwas an der Uhr? Aber da können wir auch nichts machen. Vielleicht muss diese... Vielleicht müssen wir die Krähe auch noch irgendwie aufmachen. Aber so viel gibt es hier auch nicht. Okay, ich gehe nochmal zum Brot und teste da alles durch, was wir haben. Vielleicht ist da der Schlüssel drin in der Krähe, aber wie kriegen wir die Krähe auf? Wie kriegen wir die Krähe auf? Ich kann überall draufklicken, das bringt nichts. G, use. G. Inspect. Previous. Next item. Inspect. G, use. Vielleicht müssen wir auf G. G. G bringt überhaupt nichts. Bringt nichts. Müssen wir den Schädel irgendwo hinstellen? Irgendwo draufstellen. Okay, versuchen wir hier nochmal. Das geht nicht. Der Ring geht nicht. Das 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 geht nicht. Wir müssen irgendwas mit dem Brot machen. Krähen geht nicht. Warte mal. Die Markierung ist immer weg, nachdem ich was... Verbrennen. Brot verbrennen. Burn it. Ha. Nee. Ja, aber da bringt ja die Reihenfolge auch nicht viel.
Welches Symbol haben wir denn hier? Ach, warte mal, wir müssen da... Ach, warte mal. Da ist ja genau, das ist ja da drauf. Da ist auch was drin. Vielleicht müssen wir das jetzt irgendwo benutzen. Vielleicht am Klavier. Weil das auch diese Musik macht. Kann hier nicht benutzt werden. Oder am Brot. Medaillon, Medaillon, Medaillon an Brot. Haben wir noch einen Hinweis? Haben wir noch eine Karte? Geh nochmal drücken. Bilder. Vielleicht müssen wir das verbrennen. Die Bilder verbrennen. Burn it. Burn it. Burn the pictures oder sowas. Da ist ja auch dieses Mensch-Symbol drauf. Ich versuch's mal. Oder habe ich's schon versucht? Ich weiß es gar nicht. Nee. Dann nochmal beim Brot. Aber beim Brot? Oder Purify? Kann auch nicht benutzen. Brot. Auch nicht. Es ist so eine Art Schlüssel an den Schubladen. Wahrscheinlich auch nicht. Und sonst kann man das nirgendwo benutzen. Da ist dieses Mensch-Symbol drauf. Hier ist nichts. Hier ist, welches Symbol ist da drauf? Auch dieses Mensch-Symbol. Baum-Symbol. Da war, glaube ich, auch ein Symbol drauf. Dreiecks-Symbol. Ah, warte mal. Baum. Baum wäre ja Medaillon. So, was haben wir hier? Man kann es echt schlecht sehen. Da ist der Mensch. Mensch wäre hier der Schädel. Okay. Ring ist... Ist auch der Baum, oder? Und die Krähe? Die Krähe hat dieses Dreieck, aber das nach oben gestellte Dreieck. Ja, das ist dasselbe Symbol. Das ist dasselbe Symbol wie das hier. Vielleicht muss man es einfach benutzen. Kann es nicht... Warte mal, ich will noch mal gucken. Hier haben wir auch noch was. Das hatten wir schon. Das ist die letzte Note, die wir hatten. Creature. The pull, the creature. Das sind wahrscheinlich die Enden. Journal. Guidance book. An old journal. Okay. The ritual will be done. No one ever stopped me returning personal effects to me. A sign of vision from a baptismal bird. Also der Vogel zuerst. The distant memory hidden in the melody. Das wäre das Medaillon. My locked sealed by song. Das wäre der Schädel. Promise of the body revealed of cleansing flame. Das wäre der Ring. And the sign of hope dancing on a traitor's tongue. Das Symbol der Hoffnung, das auf der Zunge des Verräters tanzt. Das brauchen wir noch. Wie kommen wir da dran? Verräterzunge. Tanzen.
Vielleicht müssen wir aber trotzdem schon mal die richtige Reihenfolge machen. Also, das wäre... Oh, ich hab's schon wieder vergessen. Silvering, Gold Skull Carving. Unlock the Chain. The Music Box, The Crow. The Wax Doll. A Sign of Vision from a Baptismal Bird. Das wäre dann der Vogel. Aber wir müssen etwas aus diesem Vogel kriegen, oder nicht? Vogel, aber Sign of Vision. Distant Memory and a Melody. Das war das Medaillon. Dann... Ach nee, Quatsch. A Distant Memory Hidden by a Melody. Das ist der Schädel. Vogel, Schädel, by Lock, sealed by Song, Medaillon, Promise of Body revealed by Chain Flame, das ist der Ring, and a Sign of Hope dancing on Traitor's Tongue. Aber wir haben nur vier Sachen, oder? Wir haben den Schädel, wir haben den Ring, wir haben die Krähe, wir haben das Medaillon. Eine Sache fehlt noch. Eine Sache fehlt noch. Und es ist ja irgendwas in dem Vogel anscheinend drin. Wie kriegen wir das aus dem Vogel raus? Verbrennen können wir nicht. Alles ausprobiert. Alles ausprobiert. Es muss noch einen Weg geben. Es muss noch irgendwas geben. Es kann doch nicht so schwer sein. Verräterzunge. Was hat das mit dem Brot auf sich? Was hat das mit dem Brot auf sich? Okay, ich versuche jetzt einfach mal die Reihenfolge so weit, wie wir das haben. Das heißt, als erstes kommt der Vogel. Dann kommt der Schädel. Doch, der Schädel, bitte. Es sind ja auch fünf Sachen. Dann kommt das Medaillon. Und dann kommt der Ring. I know this can't be easy. If you knew the choice you were making, you would turn back. She wouldn't let you do it, but I can't stay here. There was a plan in place. If you had it strayed, it would have never led to this. So, don't be mad at him. He's been so devoted to keeping me safe. Maybe next time, though. Things will be better. Vielleicht das nächste Mal. Okay. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich denke, irgendwas vielleicht mit dem Brot, irgendwas mit dem Vogel noch, dass wir das da drin irgendwie rauskriegen. Ich werde gleich mal nachschauen, weil ich bin einfach zu doof für das Spiel, glaube ich. Falls ihr die Lösung schon habt, könnt ihr ja sagen, ich wusste es, du bist dumm. Könnt ihr rein in die Kommentare schreiben. Game saved. Ich gucke jetzt mal nach, was denn tatsächlich die Lösung des Rätsels ist. Damit wir das auch mal sehen. Bis gleich. Okay, ich habe tatsächlich was übersehen. Das mit den Raben und dem Baum, da war ich schon nah dran, aber hier gibt es tatsächlich einen Stein und einen Schlüssel. Und der Rest sollte dann eigentlich recht einleuchtend sein. Die Steine leuchten zwar auch, die anderen, aber nur der hat ein Zeichen.
Tja. Okay, mal sehen. Also, wir brauchen auf jeden Fall... Oh Gott, was brauchen wir denn alles? Wir brauchen auf jeden Fall schon mal Licht. Wir brauchen das Feuer. Habe ich den Schlüssel mitgenommen? Ja. Wir brauchen das Symbol. Wir brauchen... Das Brot spielt tatsächlich keine Rolle. Schlüssel. So, wir brauchen das. Und wir brauchen... Wir können jetzt den Schrank öffnen. Hier ist nämlich der zweite Teil des Notenblattes drin. Und ein weiterer Schlüssel. Und ein Brief. Die Dame aus dem See. Du musst dir keine Sorgen um Alice mehr machen. Sie ist nur ein, ja, ein Husk, keine Ahnung. Eine Kapsel. Ein wertloser Haufen von Knochen und Haut, gefangen in einem verrotteten Außenkeller. Aber sie könnte alles ruinieren. Alle Sachen, für die wir gearbeitet haben. Ich werde mich darum kümmern. Alles, was wir brauchen, ist eine Fessel. Ich glaube, Wessel heißt auch Fessel. Ich habe deinen Anweisungen gefolgt und habe die Kellertür versiegelt. Ihre Abomination, keine Ahnung, hat versucht, mich zu stoppen. Aber ich war fähig, ihr Auge zu ergreifen. Es wird ein gutes Symbol ausmachen. Ich brauche nur noch einen Weg, es aus der Sicht des Monsters zu holen. Alles, was noch übrig ist, sind die anderen vier Sachen. Und wir können sie für die gute Sache loswerden. Okay. So, pass auf. Wir verbrennen jetzt erstmal die Figur. Geht nicht. Doch, geht doch. Okay. Kriegen wir einen Ring dafür. Verbrennen das Bild. Wo ist mein Feuerzeug? Das da? So, ein Stückchen weiter weg. Wo ist mein Feuerzeug? Da. Brauchen den Schlüssel. Müssen die Spieluhr holen. Müssen das Medaillon aus der Spieluhr holen. Da haben wir jetzt, genau, jetzt haben wir das Medaillon. Wo haben wir es denn? Da, okay, was auch immer. Wir haben es irgendwie. Jetzt brauchen wir die Zeichen. Dreieck, 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 X. Dreieck, 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 X. Und hier können wir jetzt mit dem zweiten Schlüssel diese Dinger öffnen. 1918. Philipp ist tot. Aridice hat so viele von ihnen gebracht. Wütend, schreiend und Philipp die Schuld gebend. Gab mir die Schuld für die Leute, die verschwunden sind. Ich habe versucht, sie zu retten. Sie haben es nicht verstanden. Sie haben meinen Sohn ein Monster genannt. Sie haben mich eine Hexe genannt. In einem Moment der Schwäche habe ich Philipp gesagt, sie zu, ihnen Angst zu machen. Sie haben ihn umgebracht. Ich habe einen Raum für ihn gemacht, unter dem Haus, um ihn dort zur Ruhe zu betten. Sie werden es bereuen. Aridice wird es bereuen. Er wird niemals wieder Schmerzen zuführen. Er hat nur versucht, mich zu beschützen. Hoffnung. Es funktioniert nur, wenn sie alle Hoffnung verliert. Das ist, was meine Dame brauchte, um zu verstehen. Wir können nicht einfach Alice weg verschließen oder versiegeln. Es wird niemals genug sein. Sie wird immer einen Weg zurückfinden, weil sie glaubt, dass sie eine Chance hat, die Lady am Ufer zu bleiben oder zu sein. Aber ich habe einen Plan. Die Dame hat es vielleicht
Devised it. Ja, keine Ahnung. Aber ich bin ihr Instrument und jetzt ist sie ist meins auch. Ist sie auch meins. Wir müssen sie brechen. Bringen sie so nah, wie wir können, um sie ihre Ziele zu erreichen und dann nimm es ihr weg. Und wieder, bis es keinen weiteren Kampf mehr gibt in diesem alten Haufen von Knochen. Und das ist, wo das finale Siegel sich manifestieren wird. Es wird das, den Rest des Rituals abschließen und es wird den Anweisungen der Lady perfekt Folge leisten. Das finale Stück wird sich selbst in einer Abzweigung des Turmes zeigen und dann wird die Lady frei sein und Alice wird es nicht mehr geben. Ah, okay. So, warte, wie war das? Wir brauchen einen Vogel. Und wir müssen nämlich jetzt erst diese Flüssigkeit da reingeben und dann den Vogel. Und dann löst er sich auf und wir bekommen etwas anderes. Nämlich das Auge, ein Glasauge. Es gehörte einmal in, zur Krähe. So, wir haben den Ring, das Medaillon, das immer wegfliegt. Das ist ja blöd. Na gut. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Klavier spielen. Also Dreieck. Baum. Mensch. Nee, das Ding. Warte mal, Dreieck, Baum. Das Teil, und was war das letzte? Das? Das? Aber ich weiß es nicht mehr. X, genau. Jetzt haben wir das ganze Lied. Und wir kommen das Teil. Und das ist jetzt das wahre Teil. So. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Wir haben das Horn. Das Ding, was immer wegfliegt. Ich weiß jetzt nicht, ob die Reihenfolge wichtig ist. Ich habe sie mir aber aufgeschrieben. Zuerst müssen wir das Horn drauflegen. Dann den Ring. Dann das Medaillon. Das hat sogar geklappt. Und dann das Auge. Es sollte funktionieren. So, don't be mad at him. He's just, he's been so devoted to keeping me safe. Maybe next time though, things will be. Oder müssen wir doch, ah, hat vielleicht doch was mit der Reihenfolge zu tun. Oh. Wir hätten dann vielleicht doch auf die Symbole gucken müssen. Oder die Reihenfolge im Buch. Wie lange geht dieses Video? Schaui? Ja. Okay, wir machen noch einen Run. Wir machen noch einen Run. Es kann ja nicht so schwer sein. Haben wir vielleicht noch einen Hinweis? Irgendwas Neues? Ghost Clue? Können wir den Stein eigentlich trotzdem hochheben? Nee, nur mit diesen Dingen, siehst du? Hallo? Schlüssel?
gefangen. Für immer. Für immer und immer. Für immer und immer. Ach, ich bin schon wieder zu nah dran. Was? Melted. Das ist der nächste Hinweis. Melted. Feuerzeug? Da. Also man bekommt doch schon Ghost Clues. The Ghost is Fire and Melt. Also das sind die Hinweise. Doch, das kann hier benutzt werden. Ich bin mir sicher. Ich habe es schon ein paar Mal gemacht. So, dann... Dreieck, Baum, anderes Dreieck, okay. Ich glaube, das Dreieck war es, ne? Anderes Dreieck. Oder genau umgekehrt. So. Brauche ich den anderen Schlüssel noch? Ja, klar. Das habe ich vergessen. Dun, 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 dun. Na, komm her. Dann purifieren wir hier schon mal. Dun, 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 dun. Dun. Hallo? Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Auge. Hallo? Oh, vielleicht hätte ich aber die Kette rausnehmen müssen. Vielleicht war das das Problem. Vielleicht habe ich das Ding benutzt. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Aber jetzt nehme ich doch die Reihenfolge, wie sie im Buche steht. So, ich glaube, jetzt habe ich alles. Wenn wir jetzt nochmal ins Journal gucken... hat es mir nicht sogar aufgeschrieben? Ah, da steht ein Vogel. Wo ist denn das scheiß Journal? Da, Journal. This is it. A sign of vision from a bird. Das ist das Auge. Also, das würde heißen Auge. Das mache ich mal alles weg hier. Auge. A distant memory hinter a melody. Medaillon. The locked sealed by song. Von The Locked, das ist das Horn.
The distant memory hidden in a melody of a shattered sun. Er ist ja ein Sohn, ne? The lock sealed by song. Versiegelt bei einem Sohn. Promise of the body reunited ring. Kann das sein? And the sign of hope. Dancing on a traitor's tongue. Okay, das müssen wir noch finden, aber da müssen wir zuerst so weit kommen. Also, zuerst das Auge. New clue. Please, you have to help me. I'm just as trapped as Medaillon. You are. I don't know if she'll hold you here. Dann das Horn. Und der Ring. I know this can't be easy. If you knew the choice you were making, you would come back. She wouldn't let you do it. But I can't stay here longer. Don't do this. Don't give her what she wants. Can't you see what she's doing? Und jetzt. Sollten wir hier rauskommen können. Das Ritual fast beenden. Ich weiß nicht, ob das klappt. Wir sind wieder da. Oh, oh, wir kommen da hinten raus. Ah, das. Jetzt kommen wir hier raus. Just like me. You can stop this. Please, just help me. We can stop her. I promise. Just turn back. Wir sollten vielleicht nicht da lang gehen. Ist jetzt vielleicht wichtig, welchen Weg wir gehen. Aha. Na, kommt's euch bekannt vor? Das ist der Watchtower aus dem ersten Teil. Von der Zunge des Verräters. Also hier müssten wir das letzte Symbol finden. Das ist aus Do Your Copy. Gracewind Park. Der Park ist meistens in der Nacht ruhig. Dieser Job war ein Lebensretter. Seitdem ich hierher gekommen bin zu Gracewind, haben sich die Dinge verändert. Es ist so, als ob irgendwas in der Luft liegt oder nicht richtig sitzt. So fühlt sich. Es fühlt sich aber so gut an, hier raus aus der Stadt zu sein und die meiste Zeit hier oben zu verbringen. Ich glaube, es ist gut, dass sie machen, dass wir diese Berichte schreiben. Der Boss sagt, dass sie Loks sind und dass sie ein notwendiges Erfordernis sind. Ich habe gefragt, was zur Hölle das bedeuten soll, aber alles, was er gesagt hatte, für das Beste. Und also so tue ich es also. Einer der anderen Leute hat gesagt, es ist, weil andere, die hier, ja, Nachtwächter verloren gegangen sind, ja, verschwunden sind. Eine Menge dieser Typen sagen, dass der Park wirklich gruselig wird,
wenn du für dich allein bist für eine Zeit lang. Ich glaube, sie versuchen mir nur Angst zu machen und aus dem Park zu verscheuchen, dass sie die Nachtschicht Überbezahlung selbst behalten können oder bekommen können. Es ist nicht so, dass dieser Ort Hilfe benötigt beim Gruseligsein, besonders der See. Falls du das liest, Boss, solltest du wissen, dieser See ist irgendwas anderes. Sitzt einfach da draußen und ist so sanft wie Glas. Und die Sterne reflektieren sich nicht darin. Es ist eher wie ein Spiegel zu einer anderen Dimension. Okay. Aha, das Symbol. Das ist das Symbol. Das ist hier schon The Kaufziegel. Ein geschnitztes Symbol. Okay. Dann gucken wir mal. Wir haben noch hier was Neues. Ich habe dieses Zeichen in dem Firewatch Tower gefunden. Das ist dasselbe, wie ich in der Hütte gefunden habe. Ich glaube, das ist das letzte Stück des Puzzles. Ja, jetzt müssen wir nur noch wieder sicher zurückkommen. Guck mal, da ist der auch Gewitter. Sehr schön. Da hinten ist der See. Oh Mann, da müsste ich doch glatt nochmal den ersten Teil spielen und alle Enden machen. Ich kann mich nämlich null erinnern. Das ist schon so lange her. Jetzt müssen wir nur noch sicher wieder zurückkommen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Und das Ritual beenden. Ich habe so einen Ohrwurm von der Melodie, diese Klaviermelodie. Da ist Goldman. Gibt es einen anderen Weg? Er darf uns nicht erblicken. Kommen wir denn an den vorbei? Ja, nimm den rechten Weg, bitte. Wie kommen wir denn daran vorbei? Müssen wir einen anderen Weg nehmen? Ah, ich muss doch zur Hütte zurück. Das ist ja scheiße. Verfolgt er mich hierhin? Macht er tatsächlich. Okay, ich renne einfach weg. Bin ja scheinbar schneller als der, hoffentlich. Das ist das Baby. Das kleine Baby von... Also wenn ich die Story jetzt so einigermaßen zusammengekriegt habe... Habe ich ehrlich gesagt nicht. Nur so ungefähr. Also es gibt diese Hexe, es gibt dieser Engel, den der Typ da gefunden hat in dem Wasser. Ich glaube, dieses Ding ist der Beschützer oder so. So, ich hoffe, er kann mich hier nicht verfolgen hier. Aber wir können die Tür nicht zumachen. Okay, auf jeden Fall müssen wir hier jetzt dieses Symbol reinlegen. What did I do? I kept her away. I gave everything to keep her claws away from the edge of our world. And now, I can feel it.
the slow turn of a knife in my mind. It's done already, isn't it? She's there. She's just letting me speak my last words. I was never. I didn't mean. I wasn't going to hurt anyone. Ist sie fort? Kann ich jetzt gehen? Kann ich jetzt noch Brot essen? Ist der Fluch gebannt? Es ist wieder Tag. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben das Ende erreicht. Aber ein langer Weg, ne? Können wir hier durch und sind zurück beim Auto? Wow, was für ein Spiel! The Leeds Murder und alles umsonst, basiert auf einer Geschichte von Ash Rosenblum. Ja, das war also The Leeds Murder. Tatsächlich der Nachfolger von Do You Copy? Und da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal Do Your Copy spielen, um das Ganze zusammenzukriegen. Auf jeden Fall scheint das dieser Fluch von dieser Hexe, von dieser Figur aus dem Wasser zu sein und der Goldman. Das hängt alles irgendwie zusammen. Und man war halt immer in diesem Loop gefangen. Die einzige Möglichkeit war, die richtigen Sachen zu finden und dieses Wesen aus dem Keller zu befreien. Das haben wir, ja, irgendwie haben wir es hingekriegt, ne? Und der Watchtower, der spielte da auch eine Rolle. Also richtig cool gemacht, also richtig cool. Finde ich cool. Ich hoffe, die machen noch weitere Games in der Richtung. Und es war ein bisschen viel zu lesen, ja. Aber ich hoffe, ich habe es ganz gut hingekriegt. Und hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt einen netten Kommentar, würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Haut rein. Ciao.